Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich versuche mal wieder ein Video zu machen. Ich habe wieder die Kamera. Ich hoffe, die funktioniert jetzt, weil die, ja, naja, letztes Jahr ist ja meiner abgebrannt. Die habe ich ja auf dem Kotflügel vom IHC gehabt, wie ich Wasser geholt habe beim Dreschen. Und die ist ja abgefackelt und ja, dann haben wir neuer organisiert. Aber die hör ich selber machen mit dem Verwackeln von den Bildern. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht. Falls doch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also GoPro, begeistert bin ich davor irgendwie nicht mehr. Bildstabilisierung, die da nicht funktioniert, die schlimmer macht. Ja, was mache ich da? Und wo bin ich da überhaupt? Das ist ein Unterstand, den haben wir heute im Frühjahr, im Januar geholt. Den hat mein Bruder gekauft bei einer Auktion. Der Unterstand selber hat 300 Euro gekostet, plus die Gebühren. Und ja, mittlerweile ist das Ganze schon ein wenig teurer geworden, weil Beton, Schallstar außenrum und ja, doch noch ein bisschen mehr gebraucht und den Beton da unten, Streifenfundament, die Stahlhinerei und. Wir haben einen Haufen rausgegruben, das liegt jetzt da, bin ich natürlich nicht so begeistert, dass es da liegt, weil das ist mein Koppel, aber wir wollten es nicht weg da, weil wir gesagt haben, das ist ja für die zum Weiher aus, also zum Weiher eingleiten außenrum dann einmal, weil so rote Lehm ist. Man und drauf ist jetzt ziemlich ausgewaschen. Ist auch ein Haufen Gelber dabei. Aber da seht ihr schon roter Lehm, roter Lehm, roter Lehm. Wir sind da hinten ca. 1,60 Meter drinnen im Boden. Das sind 5 cm Humus und der Rest war Lehm. War roter Lehm, dann kam gelber Lehm und dann kam wieder roter Lehm. Und ja, wir sind jetzt hier in dem Loch bei der Greifer steht drinnen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwo bei gut 2 Meter. So geht es ganz langsam, Stück für Stück weiter. Und ja, was machen wir da jetzt genau? Also nicht eine Bodenprobe nehmen, sondern da soll ein Schachtring rein, weil das Problem ist nämlich das, den Hang kommt das Wasser runter. Und das Wasser sucht sich seinen Weg. Und alles, was im Weg steht, wird halt geflutet. Und in dem Fall ist es halt die Mauer, wie man sich da hinten ist gut nass. Das ist zwar dahinter starr aufgeschüttet und da ist Drainagenrohr drin. Aber das Drainagenrohr allein schafft das auch nicht. Und dann drückt es halt Wasser da rein. Und dann ist das ja hier Lehmboden. Das heißt, hier steht die Brühe. Auch wenn Steine drüber sind, ist das Lehmboden. Und dann steht die Suppe hier drin. Und deswegen steht da eine Tauchpumpe, weil wenn es dann nämlich gescheit schütten tut, hast du hier in ein Schwimmbecken. Ja. Und der Plan ist jetzt der, da sollen 120er Schachtring rein, die sind schon da, 4 Meter tief, ja, ihr seht schon mühsam, wenn jetzt das Eichhörnchen, das ist nämlich nicht so ganz einfach, wenn man allein ist, ja, reinarbeiten, rausheben, aufladen, ihr seht schon, es kommt Material zusammen, dreimal rein, es kommt ein bisschen was, aber, ja, das Problem ist halt, Deckenhöhe, ne, das Problem ist dann, ich muss immer zurücksetzen, damit ich schwenken kann. Dann kann ich es auslehnen, dann kann ich wieder zurückschwenken, dann muss ich wieder ein wenig reinfahren, dass ich wieder ans Loch komme. Dann kann ich ein wenig graben. Das Ding funktioniert nach dem Freifallprinzip. Das heißt, ich lasse ihn reinfallen, damit er die Zähne in den Boden reinbringt, damit ich dann Material bewegen kann. Also theoretisch ginge da jetzt noch mehr rein, müsste ich wahrscheinlich noch ein Boom ansetzen. Ja. Aber es ist halt wie gesagt aufwendig, vor allem wenn du alleine bist und du musst dann das Ding noch 3 Schaufeln quasi oder 4 Schaufeln wieder ausleeren. Und dann geht das Zeug nicht von alleine raus, dann musst du es mit der Schaufel rauskratzen, dann fährst du wieder hierher. Dann machst du wieder 3 Schaufeln drauf, dann steckst du wieder ab, dann fährst du wieder weg. Das ist nicht so ganz einfach. Also wie gesagt, mühsam, wenn jetzt hier das Eichhandler. Ja, so wie es ist, ist es. Ein bisschen was habe ich schon raus, das ist jetzt die Vaterfuhre, glaube ich. Ja, wie gesagt, 4 Meter tief. Jetzt waren wir so bei gut 2 Meter so. Also da fällt noch ein wenig was. Ja, Vaterbond wäre gut. Das wäre so das Richtige. Oder halt Rohrlade mit Mulden quasi rauf. Mulden drunter ausleeren. Mulden weg, oder nein. Also das gar nicht erst das Fahren, sondern nur das Buddeln und Buddeln und Buddeln. Oder halt das Loch da außen wäre natürlich gut, weil da könnte ich dann schön bequem wegschwenken. Aber haben wir halt nicht. Ja, habe ich gedacht, ich nehme euch da mal mit. Das ist wie gesagt dann mal ein Unterstand, Notunterstand für Maschinen.
Momentan steht ja der Chef dahinter. Der ist dazwischen gebiked. Ja, das ist nicht mein Radlader. Ich fahre lieber den Atlas. Ich brauche keinen Hydrostat, ich brauche keine Scheibe. Ne, wie gesagt, also steht jetzt momentan der dahinter. Der Bagger wird zur ganzen Zeit drin, weil ja Baustelle ist. Also, es ist so, ja, Notunterstand, wenn er mal irgendwie in der Halle drin an einem Kaplotz ist oder was, dann kann man da was reinstellen. Dass nicht immer alles draußen rumstehen muss. So ist die Idee dahinter. Ist aber kein Dauerparkplatz, also das heißt nicht, ich konnte nur meinen Ballenwagen reinstellen und meinen Fosswagen reinstellen und meinen Viehwagen reinstellen und vielleicht noch irgendwas oder den Bagger, sondern das ist wirklich ein Notunterstand, wo du da mal was reinstellen kannst, wenn du halt hausen kannst, Platz hast. Und ja, welcher Unterstand, also es ist ja nicht so. Ich habe ja so die Garage für meine Krame. Steht jetzt momentan der Krame und der Smart drin, weil der eine Krame, der hängt vom Ladewo. Steht im Stadel mit. Ja, die ist auch fast fertig. Elektrik ist noch zu machen. Mal gucken. Das würde umhängen. Ich hab mir die Sägespäne runtergeschüttelt. Weil irgendwie kommst du mit deinem Hier- und Herfahren irgendwie. Ja, hier vorne Scheiße. Ich glaube, du bist vorhin unter Home gestanden. Ja, ich habe vorhin auch den Ausleger schräg hingehabt und nicht gerade. Du warst da mit der Raven eigentlich an der Rinne da oben. Wie ist denn da raus? Und nicht da. Ja, der wandert. Die Achse hat ein bisschen Spiel. Du stehst am Hang. Außerdem. Ja, wenn du es dann irgendwann kommst, da wo rum, dann kannst du das so fahren. Das hast du demnächst. Ich kann nicht verlinken, ist das Problem. Da ist voller Last drauf. Thank you.
Nur noch Suppe. Nur noch Suppe. Ja, heute haben wir schnell ein wenig groß gemäht für die Viecher. Mit dem Ladewagen unten auf dem Feld, wo der Haben gestanden war. Der Haben ist ein wenig höher abgeschnitten worden. Und ja, unten drunter war noch ein wenig Lie und Großzeug. Das heute dann schnell gemäht. Und jetzt abends, wo wir alle da sind, geht es mit dem Ausbaggern weiter. Stückchenweise tiefer und tiefer und tiefer. Ganz schöner Rotz.
Die Schächte sind jetzt dann allein Boden. Das sind 6 Ringe mit 50 cm Höhe. Und Akonus oben drauf mit 60. Da hat aber mein Bruder, glaube ich, gesagt, da kommen noch Ausgleichsringe oder was dazu. Weil wir vom Bodenniveau jetzt sogar ein bisschen tief sind. Der Greifer vom Bagger steht da, dass der Ring noch mal ein wenig runterwäscht. Genauso der Damper. Und der Mini-Bagger, das halt einfach mal ein wenig abgefleit wird. Ihr seht schon, das ist jetzt momentan ein wenig Chaos hier. Ja, der Dreck muss halt irgendwo zwischengelagert werden. Das ist natürlich ärgerlich, weil das ist wie gesagt der Koppel von mir und tja. Man, es wächst zwar irgendwann einmal was drauf, aber ich habe halt jetzt ein einziges Drehloch. Aber gut. Muss ja irgendwo zwischengelagert werden. Naja, und welcher meiner blöden Rindviecher ist ja schließlich wurscht. Naja. ja, wie gesagt, das ist jetzt eingelassen im Boden. So schaut das Ganze jetzt aus. Der obere Ring, der muss dann noch eingemittelt werden. Wie gesagt, da kommen wir dann noch irgendwelche Reduzierring drauf. Oder halt Ausgleichsring. Der Deckel ist übrigens von meiner Baustelle noch. Den habe ich gekauft gehabt für die Garage. Den haben wir aber dann nicht gebraucht. Das ist auch eingelagert worden. Jetzt findet obere Verwendung. Naja. Auf jeden Fall, Bodenniveau ist dann irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht wo, da hinten in der Ecke, die Betonkanten, das ist dann einmal Bodenniveau, aber die Betonkanten läuft da ein wenig auf, also sprich, das was in der Ecke ist, ist dann überall, das heißt, das ist jetzt noch zu tief, das muss dann noch höher, und dann sollte das passen. Wie man sieht, das steht jetzt aktuell Wasser drin, das ist Schichtwasser, was wir da haben. Das ist halt im Hang drin, aber der Grund ist nicht, das ist jetzt ein Brunner, sondern das ist wie gesagt der Regenablaufschacht oder Regenauffangschacht. Da kommen jetzt dann lauter Drainageleitungen da noch rein, so wie ich das verstanden habe. Will von da und von da hinten und von da her wird es noch einer reinziehen. Die sollen dann alle da rein münden. Kommen Kernbohrungen rein. Und dann soll ein Kanal mit Überlauf da rüber. Und da außen ist ein Gullideckel und der Kanalschacht. Soll es dann umleiten, das heißt, wenn dann zu viel Wasser kommt, wie gestern wieder, da haben wir mal kurzzeitig über 45 Liter die Stunde wird's angezeigt, die über der Station, und dann drückt es da hinten so rein, obwohl außenrum Drainagen sind, obwohl außenrum Stau sind, es drückt einfach durch, sucht sich seinen Weg, und das soll, wie gesagt, dann abgefangen werden, soll in den Schacht rein, über den Überlauf und in der Kanal, weil das Problem ist, das ist ja alles Lehm, wie man sieht, und die Lehmwanne, oder die füllt sich dann. Das läuft aber vorne nicht ab. Und dann säft mir der Hühner komplett ab mit dem ganzen Scheiß. Und da ist jetzt dann eben Sinn und Zweck dahinter, dass das Wasser dann in den Kanal wegkommt. Genau. Also das wird dann jetzt gerade fertig gemacht. Mit dem Bagger und dem Kranhaken die Schachtringe reingesetzt. Und mit dem Greifer das Ganze ausgeschacht. Jetzt haben sie es gestern noch mit Dreck verfüllt. Dass das Ganze. Ja, was ist denn los, Salem? Was? Dass das Ganze halt nicht mehr einstürzen kann. Weil, wenn da so viel Wasser reinkommt, das spült natürlich von aller Seiten. Und wenn das dann nein sagt, dann kann es natürlich sein, dass die Ring oder mal irgendwann in der Luft hängen. Wäre natürlich nicht so gut. Genau. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt. Die Gerätschaften stehen halt da. Der Bagger steht wieder auf seinem Parkplatz unten. Der hat auf jeden Fall gute Arbeit gemacht. Also für das, dass der alter Fuchs 301 jetzt 65 Jahre alt ist und seine Lebzeit nur draußen gestanden hat. Für das, dass ich ihn auch gekriegt habe, als ja, Totalschaden, dass einiges kaputt war, schlägt sich der Bagger aber verdammt gut. Also der kann noch was. Der kann noch richtig was. Da wird man ja manchmal ein wenig belächelt für die Maschinen. Gibt es ja so den einen oder anderen, die lachen drüber. Ha, Seilbagger, was willst du denn da damit noch reißen? Ha, so ein Seilbagger, der kann durchaus noch was reißen, der kann schon was. Er ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Es ist halt keine neue Maschine. Aber gerade für solche Arbeiten, wo du begrenzten Platz hast, musst du da nicht mit der Höhe kommst du mit einem Hydraulikbagger,
wo es da tief runter muss, wo dann meistens der Arm vom Hydraulikbagger auch nicht reinlangt, weil das Problem ist ja beim Hydraulikbagger der oder das. Wenn du ein tiefes Loch machen willst, muss dein Ausleger ja recht lang sein. Und wenn du jetzt in das Loch rein willst, dann brauchst du mehrere Gelenke drin. Ich meine, sowas gibt es ja, die mehrfach geknickt sind. Aber ich meine, das ist halt einfach ein Ausleger flach gestellt und dann ziemlich flach unten gebaggert. Es geht halt doch einfacher. Ja, und wie gesagt, das hat er ja gut gemacht. Mein guter alter Schrotthaufen. Ich mochte den Bagger. Mir wurscht, was es da für Skeptiker gibt. Meine Seele wälzt sich wieder. Mal los! Was? Ja, ja. Schmierst dich bei mir wieder ab? Du bist also Kasper. Ja, die Muku haben gerade hier Futter gekriegt. Den habe ich gestern Abend dann wieder im strömenden Ring groß gemäht. Ja, und das ist gescheit Ring, das sieht man ja da. Das fleit da den ganzen Weg aus, da können irgendwie mal wieder stehen. Jetzt hat es nämlich jetzt da schon ausgefleit. Da sieht man den ganzen Trick da liegen. Und dann fleit es da runter, macht die Rinne da unten zu. Und dann läuft da nichts mehr auf und dann ist das in der Halle drin. Ah, hier ist ein Saunus das Jahr. Naja. Ernten haben wir probiert. Wir wollten bei uns eigentlich dreschen. War der Versuch gestartet mit dem Mähdrescher. Das Getreide ist aber zu feucht. Irgendwo um 18%. Hat also nicht funktioniert. Ja. Jetzt hat es natürlich wieder reingerenkt. Jetzt ist sowieso dann vorbei. Der Nachbar hat aber seinen Sahn stehen. Das haben sie auch nicht runtergebracht. War auch noch zu feucht. Oh, sorry. Was denn? Du bist der Vogel. Du bist der Vogel. Ja, wie gesagt, also so viel jetzt dazu. Ich gehe jetzt dann nochmal noch zu meiner anderen Viecher soweit. Und dann war ich heute mal den Stopfer vom Mähdrescher oder halt den Spachtel vom Mähdrescher machen. Da hat er so ein Holz um normalerweise, wo es dem keine Tank drin auch ein bisschen nachschieben kostet für die Schnecken. Und das ist ja dem Holzwurm ein wenig zum Opfer gefallen. Das werde ich einmal herrichten. Und ich habe für mein Monocentra, die wo ich mir da gekauft habe, als Deckellösung, also Deckel brauche ich jetzt da nicht mehr, habe ich ein paar Makrolonplatten bestellt und Winkel aus Alu und Griffler und Zeug. Da war ich heute einmal Deckelbauer. Weil dann kann man auf die Monocentra nämlich schöner durchsichtig ein Deckel wieder drauf, dass man sein Sod gut sieht. Ursprünglich die Deckel, die waren ja so Glasfaser und relativ durchsichtig, dass man reingucken konnte. Und ja, jetzt baue ich mir das Ganze aus Makrolonplatten. Die Makrolonplatten habe ich Erfahrungen gemacht beim Baggen. Das waren jetzt 2 mm Platten, lassen sich eigentlich schön schneiden mit einer kleinen Druckluftsäge. Beziehungsweise die muss ich gar nicht schneiden, die haben die richtig eine Größe. Die habe ich gleich so bestellt. Dann bastel ich mir die, mache die drauf und dann ist nämlich das schon mal gemacht. Dann geht es bloß einmal noch dran, wie gesagt, ich brauche dringend Zellenräder oder Sehscheiben, dass ich mir die dann über den Winter mal herrichten kann, dass ich im nächsten Jahr dann direkt mit Meißen eindrücken kann. Ich habe ja überlegt, ob ich die Rübenräder jetzt quasi aufbaue, die wo ich drin habe. Aber das wäre ärgerlich, weil wenn ich jetzt hergehe und ich mache die Rübenräder oder ich baue die Rübenräder um, und entscheide dann, ich möchte doch Rüben anbauen, also Futterrüben, und das habe ich ja eigentlich auch vor, dann eiche ich mich halt wieder, weil die Futterrüben damit nicht mehr gängen. Oder ich sage mal so, die gängen wahrscheinlich schon, aber du hast halt dann vor der Menge an einer Stelle passt und an der nächsten Stelle hast du da 5 Kandler und dann hast du wieder 1 und dann hast du wieder 5 und das ist eigentlich ja nicht so ganz Sinn und Zweck davon. Deswegen noch bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich die schon umbaue. Schön wäre es, wenn ich ein paar alte Rübenräder kriege und die dann aufbaue. Ich hätte gerne einen kompletten Wechselsatz quasi, dass ich entweder nur Mais oder entweder nur Rüben säen kann. Ich habe schon einen Tipp gekriegt, ich könnte ja
jeder zweiten Reihe Mais machen. Was ich aber nicht, das muss ich mal gucken. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich die Maschine auf die 5 Sägekästen lasse oder ob ich auf 4 reduziere und den Abstand vergröße, dass da nur noch 4 Kästen sind. Ob das vielleicht vor der Spur dann besser ist, weil ich glaube, mit 4 bin ich bei 62,5 Reihe Abstand. Weil jetzt sind wir bei 45 cm und mit 4 Kästen wären es 62,5, das ist quasi Kartoffelreihe Abstand. Muss ich mal schauen, weiß ich noch nicht. Na gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Bin mal gespannt, ob ich das Video durchschneide. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. Servus.